Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 24. November. Wie angekündigt nach der gestrigen Pause wollen wir uns heute wieder dem Markt zuwenden und hier interessanterweise mal den Yen-Pairs in den Fokus nehmen. Insbesondere, Sie sehen es ja schon, heute der Yen wieder im starken Abwärtsrausch. Davon profitieren alle Währungen durch die Bank weg. Und wir wollen uns heute mal den US-Dollar-Yen und Euro-Yen im Detail genauer anschauen. Kurz aber mal auf den Yen selber. Wir haben hier im Wochenchart, Intervall mit Blick auf die letzten 3 Jahre, ja, ganz klar zu sehen, was hier 2015 abging. Die Yen-Aufwertung entsprechend stark, entsprechend dann auch hier alle anderen Währungen im Korrekturmodus. Aber seit, ja, 3 Wochen etwa und insbesondere hier der Top-Bildung während der letzten Monate, sehr, sehr schön zu sehen, dass der Yen eben wieder hier ausverkauft wird, unter Druck kommt. Hängt auch damit zusammen, dass die Aktienmärkte wieder profitieren, beziehungsweise hier ein Stück weit Entspannung sozusagen an den Märkten einkehrt. Und das führt dazu, dass im japanischen Währungsraum sozusagen die Gelder wieder abfließen, entsprechend hier eine Abwertung stattfindet. Und das spiegelt sich natürlich hier entsprechend an diesen ja, Währungspaaren wieder, die wir hier in den Fokus nehmen. Ich will Ihnen ganz kurz auch mal den Euro, Quatsch, den US-Dollar-Yen mal zeigen, hier im Rainbow Modus. So muss ein etablierter Rainbow-Trend aussehen. Auch hier im H1, fantastisch, ganz, ganz starkes Momentum. Und das sind die Sachen, auf die man warten muss, wenn denn der Rainbow sozusagen hier in Etablierung gerät. Das sind die Phasen, wo man im Prinzip hier durchaus ja, engagiert sein darf. Und wie ich vorhin im Chat auch gelesen habe, ist zum Beispiel der ein oder andere, Bernie lässt grüßen, hier zum Beispiel auch im kurzen Timeframe wieder unterwegs. Und gerade bei starken Trends lohnt es sich natürlich auch hier in den kleinen Zeitebenen was mitzunehmen. Aber wir wollen hier nicht nur in die kleinen Zeitebenen gehen, sondern auch insbesondere die Großen uns anschauen. Und da sehen wir hier US-Dollar-Yen mal kurz im Wochenchart. Hier der Ausbruch im Oktober zu sehen aus diesem Abwärtstrendkanal, sehr schön etabliert. Eine gewisse Stabilisierung erfolgte hier und insbesondere auch die Verteidigung der Marke von 100 Yen. Mag es psychologisch sein, mag es von der Bank of England, von der Bank of Japan abhängig gewesen sein. Letztlich hier ganz klares Support-Level etabliert. Es erfolgte der Ausbruch und jetzt sehen wir hier die letzten 2, 3 Wochen, insbesondere 3 Wochen inklusive dieser 3, was hier abgeht. Starke, starke Aufwertung, eben hier genau das Gegenbild zum Yen selber. Und wir sehen hier, dass es eben mit dieser Ausbruchsbewegung durchaus jetzt noch kurzfristigen Spielraum bis rund 114 gibt. Es kann darüber hinaus aber auch bis in den Bereich von 116,50 gehen. Hier haben wir ein Widerstandslevel auf Wochenbasis, was meines Erachtens durchaus signifikant ist. Und insofern mal aufgepasst, die Chancen, dass wir hier hinlaufen, sind auf jeden Fall gegeben. Wenngleich natürlich, das sehen Sie ja selber, die gegenwärtige Aufwärtsbewegung sehr, sehr stark anmutet, schon ein über kauften Status aufweist, doch gerade an Währungsmärkten, was ist hier denn da schon überkauft? Also das heißt, wenn die Märkte mal richtig in Trendbewegung kommen, dann darf das auch mal ein Stück weit stärker ausfallen. US-Dollar-Yen, wie gesagt, hier im Aufwertungsmodus. 116, 116,50 hier das Widerstandslevel, was wir auf Wochenbasis sozusagen etablieren konnten. Hier auf Basis des Tagescharts lässt sich dann noch ein zwischengeschaltetes Level erkennen. Das habe ich Ihnen jetzt mal hier aufgezeigt. Ziehen wir mal hier rüber. Da sehen wir hier eine gewisse Zone um knapp 114. Auch das war im Wochenchart ja zu sehen, wäre hier ein erstes oder nächstes Ziellevel. Und hier dieses Niveau um 111,70 haben wir ja schon deutlich überwunden. Wäre jetzt eine mögliche Pullback-Variante, wenn der Markt hier sozusagen eine kleine Verschnaufpause mal vollzieht. Aber ob die kommt, steht eben in den Sternen. Vielmehr ist der Markt dermaßen bullisch unterwegs, dass es hier auch direkt weiter Richtung 114, 116 Yen gehen kann. Das ist eben gerade das, was die Währungsmärkte auszeichnet, wenn hier mal richtig sozusagen Schwankungen in die eine oder Richtung, andere Richtung erfolgen und dann eben richtiges Momentum sozusagen in den Markt geblasen wird. Heute hier am Stundenchart US-Dollar-Yen am Resistant Level 1 gerade angekommen, kommt ein kleiner Pullback, sieht aber unverändert alles bullisch aus und insofern, Moment, ich gehe nochmal in den Tagesschart, geht es oder kann es durchaus weitergehen. Und wir schauen hier mal auf die Saisonalität beim US-Dollar-Yen. Auch die wird begünstigt im Prinzip jetzt bis in den Dezember hinein. Und sogar zum Jahreswechsel haben wir hier ein sehr, sehr bullisches Bild, was sozusagen jetzt hier diese Voraussetzung dessen, was wir an Bewegung bisher gesehen haben, auch nur noch unterstreicht. Gut, US-Dollar-Yen, interessant. Gehen wir mal auf den Euro-Yen, der hier sich jetzt ein Stück weit in einer anderen Situation befindet, weil natürlich der US-Dollar selber, und da gehen wir kurz nochmal auf den US-Dollar-Index, sehr stark daherkommt mit einer Schwäche vom Yen, gibt hier praktisch einen doppelten Effekt und deswegen US-Dollar-Yen mega stark unterwegs. Hier kurz der Index, US-Dollar-Index, in der letzten Woche mit Ausbruch über die 100-Punkte-Marke, klares bullisches Kaufsignal und rein charttechnisch im Sinne der großen Range ergibt sich jetzt hier ein Ziellevel im Bereich 177, 108 und wir sehen, nach dem Ausbruch findet sich jetzt hier auch nicht wirklich eine große Schwäche wieder, Euro-US-Dollar.
Dazu übrigens heute noch ein großer Check im Harmony Pattern Style. Wird Sie sicherlich interessieren, wohin hier die Reise beim Euro-US-Dollar noch gehen könnte. Seien Sie gespannt, gibt es einen großen Artikel heute, welchen wir im Web streuen werden. Im Sinne dieses Bildes lässt sich schon abzeichnen, dass der Euro wahrscheinlich noch nicht sein Tief gefunden haben wird. Der US-Dollar-Index weiter stark und insofern mit dem klaren Lauf nach oben. Pullbacks in Richtung 100 Punkte wären jetzt hier zum Beispiel Kaufgelegenheiten. Der Euro, wie gesagt, unter Druck. Beim Euro gegenüber dem japanischen Yen hier eben der Effekt, dass wir selbst diesen etablierten Abwärtstrendkanal noch nicht verlassen haben. Wir sehen hier auf Wochenbasis Euro-Yen, dass wir in eine Widerstandszone gerade eintauchen, im Bereich um 119,50 etwa. Lässt sich hier bis zur Finanzmarktkrise herleiten, dieses Level. Und hier haben wir praktisch einen Kreuzwiderstand. Also achten Sie mal hier auf 119,50, da sind wir nah dran, beziehungsweise 121 Yen. Wenn wir hier rausschießen, auch hier diesen Abwärtstrend brechen, dann denke ich mir, hat auch Euro-Yen hier weiteres Aufwärtspotenzial. Dann aber mehr begünstigt durch eine Yen-Schwäche als vielmehr durch eine Euro-Stärke. Der Euro wird zwangsläufig hier noch nicht so richtig in Fahrt kommen. So sieht es zumindest technisch aus beim Major Pair Euro, US-Dollar und Euro eben generell. Ja, die Italien-Krise etc. Da sind genug Schwellfeuer, die hier noch sich etablieren können. Und das heißt dann für den Euro wohl eher nichts Gutes. Aber im Sinne dessen, dass der Yen eben noch schwächer ist, hat der Euro gegenüber dem japanischen Yen hier den Profit-Faktor auf seiner Seite. Und es wäre durchaus denkbar, dass wir hier in Richtung 125 Yen gehen. Unter Blickpunkt der Saisonalität haben wir hier sogar auch einen positiven Bias. Noch positiver in dem Zusammenhang als sogar beim US-Dollar-Yen. Schauen Sie das an. Hier mit dem Lauf von Ende November geht das hier sehr, sehr bullisch bis über den Dezember hinaus in den Januar rein. Also ein sehr, sehr positives Umfeld, sehr, sehr positiver Bias für den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Wird aber fundamental, wie gesagt, nicht getragen. Und hier haben wir Widerstandslevel direkt voraus, beziehungsweise eben hier bei 125 Yen rund, 124,70, denke ich mal, könnte ihm so ein Stück weit die Luft ausgehen. Pullbacks sind immer so eine Sache. Wir hatten ja hier auch eine Range etabliert, wo Euro-Yen ausgebrochen ist zuletzt. Hier ein schöner Rücklauf wäre es gewesen. Letztlich ist er nicht erfolgt. Wir sehen hier eben auch seit ja, schon einigen Wochen, aber vielmehr eben in den letzten Tagen hier diese starke Aufwertung. Und da laufen wir jetzt hier eben auch an diese Abwärtstrendlinie heran, die sich hier seit August 2015 ergibt. Und gekoppelt mit diesem Niveau hier um 122,30, hier das obere Widerstandslevel, hier die Trendlinie, haben wir eben hier ein Widerstandscluster. Lässt sich sogar auch hier entsprechend mit Fibonacci deklarieren, und da muss man wirklich sehen, ob das Währungspaar die Kraft hat, da dann auch wirklich weiter anzusteigen. Das wird auf jeden Fall zu beobachten sein. Letztlich Euro-Yen in einer sehr, sehr spannenden Situation. Jetzt legen wir mal die Fibos nochmal richtig an. So. Und hier oben, wie gesagt, muss man mal schauen, was passiert. Letztlich alles mehr oder weniger offen, aber die große Schwäche vom Yen könnte hier durchaus weitertragen, unabhängig dessen, dass der Euro eben so dermaßen schwach ist. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für das heutige JFD-Devisenradar. Freuen sich auf den Euro-US-Dollar-Check. Das wird, wie gesagt, für den einen oder anderen sicherlich interessant sein. So viel vorab. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim heutigen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns spätestens morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.